So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe einen Umschlag gekriegt, beziehungsweise ein Päckchen. Umschlagpäckchen ist ja dasselbe. Ja, da ich dachte, mache ich mal ein extra Video noch, ein separates Video, dass mal noch ein Video die Woche kommt. Ja, kommt auf jeden Fall noch was, glaube ich, Donnerstag. Das müsste jetzt Dienstag kommen. Sonntag habe ich ja die Review gemacht zu Thanksgiving dann. Genau. Und was da drin ist, das gucken wir uns mal an. Ja, ich habe den schon mal aufgemacht hier und ich weiß auch schon, was drin ist. Ich habe jetzt auch umgedreht wegen der Adresse und so. Genau, und zwar eine Komödie. Ihr wisst es, Komödien, ja. Aber eine Liebeskomödie. Ja, keine reine Komödie, sage ich mal, sondern eine Liebeskomödie. Ja. Die habe ich noch nicht gehabt, beziehungsweise ist ja jetzt eine Neuheit, die jetzt rauskam und er hatte den irgendwie doppelt. Und ja, da habe ich den jetzt quasi bekommen. Ich wollte mir den eh holen, hätte den jetzt wahrscheinlich nicht zum Release geholt. Aber ja, habe ich mir auf jeden Fall gefreut, dass ich den jetzt quasi habe. Ihr wisst es, Komödien, ich bin ja riesen Komödien-Fan. Es gibt immer weniger amerikanische Komödien auch. Die kommen eigentlich, gibt es fast gar keine mehr. Letztes Jahr gab es nur No Hard Feelings. Und ich bin ja riesen Komödien-Fan. Aber Comedy ist einfach wie Fantasy fast ausgestorben. Ja, wir haben noch deutsche Komödien. Aber ja, amerikanische nicht mehr. Und deutsche Komödien kann man eigentlich so gut wie vergessen. Gibt es ein paar, ja, sind gut, aber ja. Wie gesagt, ist hier mit Sydney Sweeney, die ja gerade irgendwie so einen Durchbruch im Kino hat. Irgendwie. Die macht ja mit dem Web jetzt hier, wo die Lücke hinfällt. Dann im Mortuary. Nee. Wie ist dieser mit so einer Nonne? Ach, ich weiß gar nicht jetzt, wie der hieß. Irgendwie. Ne, ich will mich jetzt nicht blamieren. Ne, ich weiß es jetzt gar nicht. Und dann hat die irgendwie noch einen neuen Film. Also Wahnsinn auf jeden Fall. Ja, ich habe hier schon eine Szene auf YouTube gesehen. Sah, wie gesagt, ganz lustig aus. Hier auch mit Glenn Powell. Glenn Powell. Oder Paul. Wie er ausgesprochen wird. Der hat ja auch bei Top Gun Maverick mitgemacht. Hat hier noch andere Stimme, die finde ich nicht so passend. Aber ja, wie gesagt, mal gucken, wie der ist, wo die Lücke hinfällt. Einer der schönsten romantischen Komödien seit Jahren. Ja, mal gucken. Player and Pictures. Genau, ist auch von Player and Pictures. Die übernimmt den Vertrieb für die Sony-Filme, wissen wir ja jetzt. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie der mir gefällt. Also, ich freue mich auf jeden Fall, den dann demnächst jetzt anzugucken. Ja, zu Thanksgiving habe ich ja dann schon eine Review gemacht. Das nehme ich quasi jetzt hier vor den anderen Video auf. Und da bin ich mal gespannt, wie ich den finde, wo die Lücke hinfällt. Also, ich denke mal, mir wird der gefallen. Also, so an sich so Liebesfilme, so bin ich jetzt nicht ganz so ein Fan. Es gibt natürlich auch welche, die mir gefallen. Zum Beispiel auch mit Ben Stiller, ist ja auch eine Liebeskomödie, nach 7 Tagen ausgeflittert, der ja auch schon 30 Euro irgendwie gebraucht kostet. Habe ich damals noch für einen Zehner gekauft. Ja, aber mir gefällt sowas auch. Also kommt immer drauf an auf den Film, aber was ich da gesehen habe, gefällt mir. Man kam ja, meine ich, jetzt im Januar schon im Kino und kam ja dann doch recht fix. Na gut, geht ja jetzt immer schnell, 2, 3 Monate nur noch. Muss ich sagen, reicht auch. Ich habe sowieso, damals war es ja noch so 5, 6 Monate. Ich meine, die Filme sind ja eh nie, außer jetzt Ausnahmen, so, keine Ahnung, 3, 4 Monate im Kino sind die eh nie. Also, eigentlich liegen die immer nach ein paar Wochen eh raus, gerade so kleinere Filme und ja. Aber hier, der passt. Der hätte, glaube ich, eher so im Sommer gepasst, der hat schöne Landschaftsaufnahmen. Aber ja, haben sie ja dann im Winter gebracht, warum, weiß ich nicht. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.